wieder eure Lena von der GWG Lübbenau und heute befinde ich mich im historischen Stadtkern von Lübbenau, genauer gesagt in der Touristeninformation. Und hier bin ich nicht ohne Grund. Lübbenau ist ja bekanntlich auch eine lebendige Kulturstadt und deshalb möchte ich euch heute auf die bevorstehende Lübbenauer Musiknacht aufmerksam machen. Die ist am 29.10. und da könnt ihr an 13 verschiedenen Locations Livebands genießen und feiern, was das Zeug hält. Von 20 bis 2 Uhr, aber ihr kennt das ja. Das Schöne in dieser Nacht ist, die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt, das heißt, eine Stunde länger. Party hart. So, und was genau in der Musiknacht passiert, das wird uns jetzt mal der Daniel erzählen. Der ist nämlich der Kopf hinter dem Ganzen. Daniel, erzähl mal. Ja, danke Lena. Also, wir haben Rock'n'Roll in 13 Gaststätten. Wir haben eine 18-Jahre-Show im Heuschober zum Beispiel, die coole Band Zollfrei in der Orangerie oder Kein Fisch im Flaggschiff. Ja, und Kein Fisch ist eine echt coole Band. Wer das verpasst, der ist selber schuld. Wir sehen uns bestimmt vor Ort. So, das war's erstmal zum Thema Lübbenauer Musiknacht. Ich hatte euch im letzten Blog vom Städteumbau berichtet und dazu gibt's Neuigkeiten. Am 2. November bekommen wir nämlich Besuch vom Ministerium. Dort geht's um die Zukunftsplanung für die nächsten 10 Jahre. Was passiert und vor allen Dingen, wie es finanziert wird. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt und ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, das war's erstmal wieder. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, habt Spaß und denkt dran, immer auf die Mutti hören. Reach for the sky.